Startet vor der Marke, versäumte sich, Run for the Roses, Felton Fairy Tale geht nach vorne, dahinter Helios, außen dabei ist Visiteur d'Ansois, ganz außen Irwisch, gut abgekommen ist Ukem Duroy, Cannavaro Ass ist dabei und außen dann auch Let's Win. Louis Dor und Kentucky Newport haben es etwas ruhiger angehen lassen, es geht in den Bogen, Fehler von Irwisch. Irwisch kommt hier von den Beinen, der mochte die Bahnüberfahrt nicht, Felton Fairy Tale an der Spitze, Fehler jetzt auch von Cannavaro Ass durch den Wandsbeker Bogen geht es unter Führung von Felton Fairy Tale. Helios dahinter an der Innenkante begleitet von außen Visiteur d'Ansois. Wir haben zwei Disqualifikationen, die werden gleich bestätigt vom Zielrichter, denke ich mal. Vierte Position auf jeden Fall. Die 10 rot. In vierter Position Avatar Energy und in diesem Moment hat das Feld die Überseite erreicht auf der Gegenseite in der German Tow Trophy weiter an der Spitze des Feldes, Felton Fairy Tale. Visiteur d'Ansois geht außen, Helios an der Innenkante dahinter, gut postiert, Avatar Energy. Und jetzt kommt die Disqualifikation für die 6 Irwisch. Die 6 wurde ebenfalls disqualifiziert. Also ein Favorit und ein Geheimfavorit sind draußen und Mitte gegenüber sind die anderen noch drinnen und ganz innen führt weiter Felton Fairy Tale, Visiteur d'Ansois bleibt außen dran. Helios an der Innenkante, Ukem Duroy geht außen. Innen dann Avatar Energy, Navarro, SAS an der Innenkante dabei. In zweiter Spur Let's Win. Dahinter Louis Dor und Kentucky Newport mit Kontakt. Und so steuert das Feld jetzt den letzten Bogen an. Und Felton Fairy Tale ist vorne. Der wird nicht bedrängt, der kann schalten und walten. Felton Fairy Tale ist vorne und steuert mit der Führung den Scheitelpunkt des letzten Bogens an. Keine Angriffe aus dem Feld. Alle warten auf die lange Horner gerade. Felton Fairy Tale, Visiteur d'Ansois, Helios, weiter die ersten drei. Ukem de Rouet außen. Fehler von Felton Fairy Tale, da beim Bahnübergang, da springt er an. Der Pilot mit einem Fehler. Es geht gleich um die letzte Ecke und damit ist die 1 raus, die 1 disqualifiziert und Helios hat das Kommando geschenkt bekommen. Unblutig und das ist nur martialisch gemeint in der Distanz jetzt. Helios, der ist auf einmal weg, der ist 3, der ist 4 Längen weg. Helios ist vorne, Navarro, SAS, Visiteur d'Ansois setzt nach. Let's Win, Ukem Duroy, die Breite. Bandbreite des ganzen Einlaufes wird hier genutzt. Helios noch vorne, aber jetzt kommt Kentucky Newport und dabei ist auch noch einmal Louis Dor. Helios, Kentucky Newport, Louis Dor, Helios, Kentucky Newport. Ganz außen dazwischen Louis Dor, Helios oder Kentucky Newport. Kentucky Newport, der geht außen vorbei. Kentucky Newport, Louis Dor und Helios. Dahinter dann Let's Win, dann Visiteur d'Ansois. Und so geht es ins Ziel in der German Tote Trophy, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte.